So Leute, wir fahren eine komplett neue Strecke, neu aufgebaut und natürlich das Wichtigste, eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewahrt, deswegen wird sie sich ändern. Die Frage ist, wie wird sich das ändern? Aber bisher kenne ich keinen Unterschied. Ach doch, hier unten soll ich langfahren eigentlich. Die wird gewartet, deswegen... Ah, okay. Okay, gut. Jetzt sehe ich den Unterschied. Alles gut. Wir fahren wieder mit unserem Bus, den ich nie so mag, weil es der einzige Bus, der im Moment ist, der nicht benutzt wird von irgendjemanden. Na klar. Und zack, zack. Haben meine Fahrkarte schon gesehen? Ja, Doppelklick. Hier, bitte. Gut. Sieht bisher gut aus und jetzt könnte man losfahren. Könnte man losfahren? Wir fahren auch los. Ja, die Frage ist, zählt das jetzt auch für uns? Ja, würde ich mal sagen. Ist ja klar, eigentlich auch klar, oder? Ja, der Busch, nicht so meine, aber etc. Gucken wir mal. Aus. Geist? Ah, jetzt ist grün. Doch, man sieht's, also ganz, ganz knapp sieht man das. Ja, gestern habe ich die erste Folge aufgenommen, heute dann die zweite Folge im Voraus mal wieder. Die Geräusche hören sich an wie in echt. Halt, wir brauchen noch den Syntomat. So, jetzt kann es wieder losgehen. Super. Ich müsste auch mal wieder Sims spielen, aber im Moment ist so die Lust dazu eher wenig da. Weil Sims so ein Spiel, was macht man so ungefähr? Und hier fahren wir jedenfalls noch ein bisschen und können ein bisschen mit mich quatschen. Ey, ich fahre... Halt dein hässliches Maul. Oh, ich glaube mal gut rumgekommen. So, jetzt fahren wir ins Industriegebiet. Ey, das hört sich an, als ob ich die Fenster offen habe. Habe ich aber nicht. Bin ich ehrlich. Ich mache die mal zurück zu den Aufnahmen. Weil mir das doch ein bisschen zu peinlich ist, wenn die Nachbarn so da sind und zuhören können. So. Wir haben es für euch 3:30 sonntags bei mir. Ich weiß aber nicht genau einen Tag, weiß ich jetzt nicht. Zum Glück haben wir Zentomat reingehauen, weil sonst hätten wir jetzt Probleme gehabt. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. No, ist auch, weil er nichts gesagt hat. Sondern nur ich. Und ich nur erzählt habe, dass ich meine Fenster zulasse. Und die Uhrzeit erzählt habe. Ja, ich hätte ja auch angesprochen, wir müssen nochmal wieder den Eurotruck Simulator spielen. Müssen wir mal gucken. Das war ziemlich knapp, glaube ich, ausgewichen. Wäre jetzt hier ein Auto gewesen, das wäre nicht gut ausgegangen. Ich bin so unsicher. Eigentlich müsste man das Spiel im VR spielen. Hat man die perfekte Art und Weise, da kann man sich komplett umschauen und ist einfach dann besser. Wo ist mein Hut hin? Ja, der muss dann bei dir liegen, weil du gerade eingestiegen bist. Oder du hast draußen verloren. So, wir fahren jetzt von der Stadt ins Industriegebiet und uns fehlt noch, als nächstes müsste glaube ich der Hauptbahnhof kommen. Bin ich mal gespannt. Gute Halteposition, leck mich. Also alte Dame, sie. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich dachte, ich Dame? Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ach so. Ich habe schon gezeigt. Nein, dann habe ich schon. Sehe ich gerade. Wir haben ja einkassiert. Hallo. Danke. Hallo. Danke.
Manchmal fühlt es sich an, als wäre das gesamte Universum eine Simulation. Ah, jetzt. Ja, für euch wahrscheinlich nie zu hören, aber für mich das reicht. Für mich ist es sonst zu leise. So. Man muss ja auch eigentlich die ganze Zeit durchsprechen, weil sonst wird es auch zu langweilig. Aber wenn man allein ist, dann ist es doch schon... Ja, was soll man die ganze Zeit reden? Und wenn man zu zweit ist, muss man ein Thema finden. Das habe ich auch bei Rolli letztes Mal, also wo ich mit ihm hier gespielt hatte, Rolli, gemerkt. Es ist immer nicht immer leicht. Von 3 Minuten für die kurze Strecke. Was haben wir denn hier noch? Also das wäre dann der Fahrtenschreiber hier. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern! Wenn im Hintergrund was hört, das ist eine Waschmaschine. Ich muss jetzt Wäsche waschen. Und ich habe gerade Lust, aber auch nebenbei was aufzunehmen. Geil. Das sind ja eigentlich die Handbremse. Ach nee, das ist glaube ich die Parkbremse gewesen. Naja, gut. Kann sich auch mal vertan. Vertun. Nicht vertan, sondern vertun. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge vom Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ey, es macht doch eine Ziege im Winter der Leidenschaft. Das ist ein Liebesfilm. Zu weit. So. Besser. Jo. Ich weiß gerade nicht, was G ist. Aber hat sich noch was angehört. So. Ja. Da sind meine Lautsprecher kaputt, das weiß ich schon lange. Tschüss. Klar, hier, bitte. Hallo, laufen Sie mal nicht durch mich durch, Sie alter Mann? Na klar, hier. So. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Na klar. Wie oft wollen Sie? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich will mich nicht mal auf Nummer sicher gehen. Gut, okay. Ich dachte, warum wollen wir da jetzt nicht losfahren? Ich könnte mal wieder einen Landwirtschaftssimulator, aber da bin ich gerade so bei, auf der PS bin ich gerade so richtig angespannt auf den Landwirtschaftssimulator. Da zocke ich gerade sehr viel darauf. Hab meine Ziele und alles, was ich gerne erreichen möchte und. Und ich muss sagen, ich komme echt weiter als auf den Computer. Hat aber auch den folgenden Grund, ich habe 200.000 Kredit aufgenommen. Und könnte ihn jetzt aber zur Hälfte wegbezahlen. Aber... mache ich nicht, weil ich will das Geld selber behalten, um mir ein neues Feld zu kaufen. Ihr kennt es ja, oder Senatoren. So. Eben anhalten. Die Codes habe ich immer noch nicht eingegeben hier mit... also das Conqueror's Blade habe ich schon eingegeben, aber was das bringt genau, das habe ich noch nicht so... bekommen das im Start... zum Conqueror Split. Was heißt denn CBT? Warum ist das T dort? Das macht mich verrückt. Ach ja. Das ist die Feststelle. Also keine Parkrunde, sondern die Feststelle. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Was ist Fenster war offen?
die Sonne blendet zwar nicht richtig, aber ein bisschen müssen wir hier runter machen, damit es ein bisschen real aussieht. Nur ein bisschen hoch mit dir. Jetzt. Ja, es ist auch schon zu niedrig. Alter. Nein. Autounfall. Scheiße. Oh, Blinker richtig gesetzt. Freut mich. Schöner Götterfunkel aus dem... Ah, jetzt wird es doch noch ein bisschen länger. Auch wenn wir sind schon früher losgefahren. Ah, ich glaube, es macht keinen Unterschied. In dem Frühjahr los von einem. Aber ihr werdet, glaube ich, halten. Abbremsen. Hier sind wir, glaube ich, noch nie reingefahren. Ah, da steht aber einer von uns. Genau pünktlich. Oh, ach gut, also perfektes Timing. Entweder ich jetzt eine perfekte Halteposition, was so 50-50 Chance ist. Oder ja. Life is Strange schon spielt offiziell bald. Aha. Aber wer jetzt zu spät ist, hat Pech. Ganz einfach. Boss Corporation. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch da? Nee, er ist schon wieder krank. Wow. Alles klar, die Schrift verschwindet einfach mal. Oh, weiter geht's. Okay, die Grafik verschwindet gerade langsam. C. Ah doch, das E ist noch da. Ah, wir sind in Bayern. Schön. Hier muss ich raus. Der nimmt nicht. Hä? Hier muss ich raus. Wo fahre ich hier lang? Ja, wir machen jetzt Ausnahme. Ausnahme. Ausnahme gewesen. Scheiße. Ich frage mich gerade, ich habe mich gerade die ganze Zeit nicht geredet. Was habe ich mich jetzt konzentriert? Ja, eine Minute Verspätung. Scheiße. Bis dann. Mal blinken zur Sicherheit. Wenn manchmal ja der Blinker ausgeht. So, jetzt haben wir aber bloß noch 28 Sekunden hier rüber. Und dann geht es nochmal in den Hafen rein und dann nochmal ins Öllager Ost oder Nord. Und die Kläranlagen.
Achso. Ich habe ihn. Hier. Hier ist die Fahrt. Hier, bitte. Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So. Weiter geht's, los geht's. Schnell, 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 schnell. Ab zum Lagerhallen. Minute 16. Hier wird auch gebaut. Aber hier wollte ich nie ranfahren. Ich war beim anderen Hauptbahnhof, weil ich los war. Bisschen beeilen. Ach man. Das macht mich fertig, sowas. Leute, das kommt mir an. Ich Konzert. Okay, die Bäume sehen aber auch nicht ganz gut aus. Ach Leute, das gibt's doch nie. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Also wie Designer glaube ich nicht. Oh. Ey, das ist so verspätet. Zweimal so extrem Verspätung. Bis dann. Tschüss. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ah, jedenfalls etwas perfekt. Letzte Folge. Oh, so ein schöner Tag. Oh, letzter halt. Wir laufen Süd, ist das. Bitte alle aussteigen. Dafür darf ich einmal durch den ganzen Hafen fahren. Ah, ich wollte es ja auch. Aber hier hinten wieder anzuhalten, das ist ja auch bescheiden. Wir fahren so viele Busse lang. Oh, scheiße. Aber mit R kommen wir neutral. Interessant zu wissen. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchem Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Als Spider-Man? Oh, Cinemat ist aus. Ah, Halleluja. Oh, der Pizza in der Richtung. Ist bald Sonntag. Na, bei mir ist heute Sonntag. Und ich gehe morgen Nachtschicht, dann zweimal Nachtschicht, dann habe ich zweimal frei. Dann ist mir einer reingefahren. Oh, ey, die ganze Zeit, Kai, überfahre ich die Ränder mit dem, die Bordsteine mit meinen Reifen. Und einmal sehe ich das nie, aber da passiert sowas, ey, das gibt's doch nie, hier könnte ich mal in meinen hässlichen Nussel. Ich häng mich in letzter Zeit sowieso so extrem auf, was ist mit mir los? Ich bin so übelst ein Akku-Typ geworden, langsam. Was denn für Game, Ballerspiele, bum 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 bum. Und Ölhafen Süd, wir kommen diesmal auch mal pünktlich. Ölhafen,
Oh, so viel Positives. Bis dann. Oh. Tschüss. Oh, jetzt können wir ja hier nochmal gucken. Wir können hier nicht drüber springen. Hier geht nirgends rein. Also springen geht sowieso nicht, man hört's. Nö. Gut, also auf Ende, Leute. Dann war es mit unserer wunderschönen Folge. Theoretisch das beim letzten Mal. Müsste ja erledigt sein. Genau. Jetzt können wir gucken, was hat der erwarteter Gewinn. Bestes Ergebnis, ja. So, das können wir rausnehmen. Das rentiert sich gar nichts. Und dann können wir darauf jemanden auf unsere alte Linie hier, auf die Linie draufsetzen. Den Citrocar Diesel, den Rainer Doyle, den Lehrling schließen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.